Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Wie die meisten von euch wissen, befasse ich mich ja kritisch mit den diversen Artikeln von Medien auf diesem Kanal und das mache ich ja schon eine ziemlich lange Zeit. Und meistens geht es da ja um subtile Manipulationen oder um Berichte, die vielleicht nicht ganz objektiv sind, beziehungsweise wo man schon tendenziösen Journalismus erkennen kann. Was aber wirklich selten ist, dass ganz viele Journalisten und auch große Medienhäuser gleichzeitig mehr oder weniger die Masken fallen lassen und offen Partei für eine Sache ergreifen oder richtige schockierende und scheußliche Äußerungen von sich geben und das auch noch öffentlich, sodass es eine richtige Enthüllung darstellt. So geschehen aktuell. Deswegen bleibt unbedingt dran bei diesem explosiven Video. Vorab muss man sagen, dass es ja niemanden mehr wirklich überrascht, wenn ich euch jetzt sage, dass der Spiegel nicht ganz objektiv ist oder auch, dass die Tagesschau es nicht immer so ganz genau mit den Fakten nimmt und da Ideologie manchmal doch ordentlich mehr zählt. Aber ganz ehrlich, darum soll es in diesem Video auch nur begrenzt gehen, denn wir haben diesmal wirklich konkrete Aussagen bzw. konkrete Vorfälle, die ich in diesem Video zeigen und auch kommentieren werde. Ihr habt ja alle mitbekommen, Donald Trump, die Meldung geht rum, dass er infiziert wäre mit dem Coronavirus. Diese Meldung ist ja gerade wirklich überall. Und dazu will ich Folgendes sagen, in diesem Video soll es gar nicht darum gehen, wie gefährlich jetzt seine Erkrankung wäre bzw. sein Verlauf. Es soll auch gar nicht darum gehen, was man über Donald Trump denkt, sondern der Fokus von diesem Video ist ein ganz anderer und ist auch sehr wichtig, es zu erwähnen, weil hier geht es wirklich um die Entlarvung der Medien, wie sie praktisch das hier nutzen, um Stimmung zu machen und jegliche Art der Masken fallen lassen. Fangen wir mal an mit den Tagesthemen. Der Kommentar bzw. die Meinung, wie das ja neuerdings heißt, dazu ist wirklich erschreckend. Also was da gesagt wurde zum Fall Donald Trump, das lese ich euch jetzt einfach mal kurz vor. Hier steht, der positive Covid-Test wirkt wie eine zynische Antwort der Natur auf seine bizarren Lügen und die endlose Irreführung. Die Meinung von Christiane Meyer zu Trumps Infektion mit dem Coronavirus mitten im US-Wahlkampf. Also mal ganz ehrlich, wer ist denn diese Frau Meyer, dass sie hier einen Kommentar abgeben darf, in den öffentlich-rechtlichen Sendern, wo man wirklich sagen kann, der ist ja unter aller Kanone. Also mal ganz ehrlich, warum wird sowas von Rundfunkgeldern bezahlt? Warum wird sowas überhaupt ausgestrahlt? Hier wird das Ganze als zynische Antwort bezeichnet und wirklich Mitgefühl oder Empathie, das sieht ja wirklich ganz anders aus. Mal ganz ehrlich, wenn man sich durch den Kopf gehen lässt, was hier eigentlich gerade gesagt wurde. Da wurde eigentlich mehr oder weniger gesagt, Trump hat ja so oft gelogen und hätte auch generell bizarre Ansichten und deswegen hätte er es ja mehr oder weniger sogar verdient. Also so empfinde ich diesen Kommentar persönlich und das ist sehr abstoßend, muss ich schon sagen, menschlich wirklich unterste Schublade. Das waren nun die öffentlich-rechtlichen, aber die privaten Medien stehen dem diesmal leider in nichts nach. Zum Beispiel hier der Spiegel, da hat ja Margarete Stokowski, das ist ja eine sehr linke Kolumnistin im Spiegel, auf Twitter getweetet, darf man sich freuen, wenn Trump Corona hat? Nein, man muss. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, dann könnte man sagen, es ist ein Einzelfall, aber wir schauen hier mal die nächste Meldung an, da heißt es, die Lektion des Virus, ein Kommentar von René Pfister. Auch im Spiegel, da heißt es nämlich, US-Präsident Donald Trump hat die Gefahr der Corona-Pandemie systematisch verharmlost. Nun spürt er am eigenen Leib, dass sich ein Virus nicht von Propaganda beeindrucken lässt. Auch hier wieder, was ist das bitte eigentlich für ein Ton? Also weil Trump diese Corona-Panik nicht mitgemacht hat, weil er eben nicht diesen totalen Shutdown ewig haben wollte, weil er eben eine andere Linie hat als in Deutschland, wird hier praktisch gewertet, tja, jetzt wäre er selber schuld. Also ganz ehrlich, so klingt es für jeden denkenden Menschen. Ich sage mal, Frau Stokowski hat natürlich den Vogel komplett abgeschossen, weil die sagt sie hier ganz offen. Da fragt man sich schon, wie kann so eine Frau für den Spiegel arbeiten, die wirklich sagt, ja, man sollte sich wirklich freuen, dass Trump jetzt krank ist. Generell die Freude, dass ein Mensch krank wäre. Wie krank ist das eigentlich? Und man kann hier wirklich eines ganz deutlich beobachten. Die Menschen, die ja diese Corona-Panikmache betreiben, die unbedingt der Bevölkerung noch mehr Angst machen wollen, die nutzen jetzt natürlich diesen Einzelfall Donald Trump, um generell wieder vor einer todbringenden Pandemie zu warnen. Und dabei werden natürlich die realen Fallzahlen wieder ignoriert. Also man sagt jetzt, schaut mal, Trump hat es ja auch erwischt. Jetzt könnte es ja jeden erwischen, so ist eben die Propaganda, die da betrieben wird und dass eben die wirklichen Realfallzahlen immer noch nicht dafür sprechen, dass wir eine große Katastrophe haben. Das wird natürlich wieder ignoriert und was besonders beschämend ist eigentlich, dass wirklich sämtliche linke Aktivisten und Journalisten sich dem anschließen und auch eine richtige Schadenfreude hier empfinden und praktisch hoffen, dass Trump was möglichst Schlimmes passiert, damit sie ja wieder ein Märchen vor einem gefährlichen Virus erzählen können. Schauen wir hier zum Beispiel mal rein von Euke Frank, auch Journalistin. Da heißt es, jede Stunde, die Donald Trump nicht twittert, ist eine gute Stunde. Natürlich wünsche ich ihm nicht das Schlimmste, aber ein bisschen Röcheln wäre gut für sein Karma.
Also ganz ehrlich, Leute, sowas widert mich wirklich nur an. Da muss ich auch selber sagen, das kann ich nicht neutral kommentieren. Das ist einfach nur ekelhaft. Ich distanziere mich wirklich aufs Schärfste davon. Ich sage euch auch, das war vielleicht auch das Harmloseste. Auf Twitter geht es ja munter so weiter. Da wurde von vielen linken Nutzern wirklich ganz Schlimmes kommentiert. Ich blende euch hier im Video noch ein paar Beispiele ein, unter anderem auch von Luisa Neubauer. Und wir sehen halt wirklich, dieser linke Hass, der kennt echt keine Grenzen. Und wir haben vor allem zweierlei registriert. Erstens, wie schon gesagt, der linke Hass scheint wirklich keine Grenzen zu kennen, wenn es gegen den politischen Gegner geht, wenn es also gegen Konservative, gegen Bürgerliche oder gegen Rechte geht, dann heißt es immer, denen kann ja alles mögliche Schlimmes passieren, wäre ja eh nur gerecht so, da dürfen wir auch mal applaudieren. Das ist wirklich schockierend, weil man auch ganz ehrlich sagen kann, was hat denn das doch mit Demokratie und Meinungsfreiheit zu tun? Eine politische Auseinandersetzung, die muss ja eigentlich immer demokratisch und vor allem auch mit Anstand geführt werden, sonst ist es ja auch gar keine Demokratie mehr. Also die Menschen, die für sich immer beanspruchen, dass sie eben die ach so Guten, die moralisch Überlegenen sind, die sollten sich nicht freuen, wenn jemand mit einer falschen Meinung aus ihrer Sicht dann schlecht dran ist im Leben. Also ganz ehrlich, das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch, den Corona-Panikmachern scheint wirklich alles recht zu sein. Also jede Dramatisierung, jede Beschränkung auf irgendeinen Einzelfall, um weiter Panik zu verbreiten. Man könnte ja auch zum Beispiel berichten, dass hier in Deutschland ein Großteil der Panikmache wirklich unnötig war, dass auch viele Ärzte das mittlerweile sagen. Aber nein, jetzt kommt natürlich wieder, wie man gesehen hat bei der Tagesschau oder beim Spiegel, wieder die übliche Propaganda. Seht ihr, Trump lernt jetzt seine Lektion und die stumme Frage kommt natürlich hinterher, wann folgt ihr alle, ihr bösen Leugner? Vor allem sieht man auch ganz deutlich, wie gespalten dieses Land mittlerweile ist. Also wir haben wirklich eine journalistische, selbsternannte Elite, weil elitär ist an diesen Menschen nichts, aber die denken halt wirklich, die könnten Meinung machen in diesem Land. Und diese Leute, die müssen mittlerweile auch gar nicht mehr irgendwelche Konsequenzen befürchten. Man sieht ja ganz klar, man kann wirklich bei der Tagesschau arbeiten, beziehungsweise beim Öffentlich-Rechtlichen, man kann beim Spiegel arbeiten und so einen offenen Hass auf den US-Präsidenten loslassen und es hat wirklich keinerlei Konsequenzen. Und da sagt ein Frank-Walter Steinmeier dann, das wäre das beste Deutschland, was es hier gegeben hätte. Das hat er ja sinngemäß gesagt in seiner Rede und da kann man ganz klar sagen, wenn das beste Deutschland ist, dann will ich das Schlechteste wirklich gar nicht kennenlernen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ich drüber nachdenke, wird einem wirklich komisch und ich bitte euch alle auch noch, teilt unbedingt dieses Video, weil die Menschen müssen sich eine Frage stellen. Und dazu stehe ich hier auch ganz offen, ich stelle mir diese Frage schon lange. Wenn diese Journalisten wirklich ganz offen zeigen, was für einen Hass sie zum Beispiel auf Donald Trump haben, wie soll man diesen Journalisten jemals wieder was glauben, dass sie neutral berichten würden? Wie soll man diesen Menschen jemals wieder irgendwas glauben können, wenn man doch sieht, ja eigentlich geht es ihnen ja nur um die Ausschüttung von Hass, die freuen sich ja sogar, wenn der politische Gegner irgendwie in einer schlechten Situation ist. Und ihr wisst ja, in welchen Zeiten wir leben, das muss ich euch nicht sagen. Es wird wirklich mit allen Mitteln gegen uns gekämpft. Mit uns meine ich eben alle Menschen, die sich diesem linken Mainstream noch nicht unterworfen haben, die wirklich eine eigene Meinung haben. Und es sind ja wirklich mittlerweile so viele Menschen, die davon betroffen sind. Ja? Das sind zum Teil konservativ-liberale, das sind wirklich Menschen, die einfach nur ihre Grundrechte, ihre Freiheit zurück wollen. Das sind Menschen, die sagen, wir wollen vielleicht eine Migrationspolitik von Maß und Mitte, wo man eben keine Masseneinwanderung hat, sondern eine gesteuerte Einwanderung. Sehr viele Menschen sind da mittlerweile betroffen. Und genau für diese Menschen mache ich ja diese Arbeit auf diesem Kanal hier, weil ich sage, wir haben eben auch eine Stimme. Und deswegen mache ich das, wie gesagt, hier immer gerne für euch. Ihr macht es möglich, indem ihr meine Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, die blende ich euch im Video ein. Sie sind auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Ich danke wirklich von Herzen allen Förderern meiner Arbeit. Das ist nicht selbstverständlich und ich weiß es auch immer sehr zu schätzen. Ihr könnt jetzt gerne noch diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos mehr. Ich freue mich sehr, wenn es alle machen, die es noch nicht gemacht haben, einfach damit dieser Kanal weiter wachsen kann und wir es den Link mal so richtig zeigen. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Ciao.